gestartet bin ich 2014 alleine als Solokünstler, ehe mich dann Lilly begleitet hat am Piano und Gesang und wir als Duo durch die Kneipenszene und Cafés in Stade getingelt sind und angefangen haben, auf kleineren Bühnen zu spielen. Die Ben Moske Band ist jetzt seit 2017, sind wir als Bandformation unterwegs. Alles hat angefangen beim Emergenza Band Contest, wo wir sehr erfolgreich mitgemacht haben. Und haben wir gemerkt, es hat total Spaß gebracht, haben uns gedacht, wir bleiben zusammen und sind dann gemeinsam auf diesen Weg gegangen. Die Ben Moske Band ist eine Formation aus ganz, ganz vielen tollen Menschen. Also wenn man guckt, dass wir mit David Merz einen Gitarristen dabei haben und einen Produzenten, der einfach immer wieder da ist und groben Ideen, die ich mitbringe, zu fulminanten und genialen Songs werden lässt. Dann haben wir mit Arne Suter haben wir natürlich einen ganz, ganz besonderen Schlagzeuger an unserer Seite, der auch irgendwie so der Papa der Band ist, zu dem jeder kommen kann und mit dem jeder sprechen kann. Ich bin schon jahrelang im Musikgeschäft unterwegs eigentlich, was uns irgendwie weiterbringt in ganz, ganz vielen Themen. Dann haben wir mit Marcel Markus einen zwar ruhigeren Vertreter, aber einen unglaublich groovigen Bassisten und der menschlich einfach wirklich ein absolut solider, feiner Kerl ist. Mit Lilly Levi Maske haben wir eine unglaublich fulminante Sängerin mit dabei, die einfach mit ihrer Art und Weise zu singen und mit ihrer Art und Weise auf der Bühne zu sein einfach eine riesengroße Ausstrahlung besitzt. Und mit ihr bekommt das alles einfach eine unglaublich tolle Gesamtnote. Jetzt, dieses Jahr, haben wir einfach die Zeit genutzt, die Corona uns leider auferlegt hat, aber auch alles zum Guten geführt hat, denn wir konnten diese Zeit intensiv nutzen, um jetzt so alles für das neue Album fertig zu machen. Wenn ich jetzt so an das Album denke, dann sind eigentlich alle 12 Songs großartig geworden. Und wenn ich so gucken soll oder 2, 3 Songs nennen soll, die meine Lieblingssongs sind, dann wird das schon schwierig. Only Heaven Knows ist ein Song, der einfach Mut machen soll, ja? Der einfach Hoffnung spenden soll, gerade in dieser Zeit jetzt, die wir gerade alle erleben, die irgendwie furchtbar ist, die wirklich aufs Gemüt drückt, soll Only Heaven Knows einfach Mut machen und einfach nach vorne gehen und sagen, hey, der Himmel weiß, wann es soweit sein wird, aber es wird kommen und es wird gut. Walking down the road with my big pig, I left my home. Once Again ist ein autobiografischer Song aus meiner Vergangenheit, der sehr, sehr viele Themen hochgewühlt hat, aber trotzdem unglaublich schön ist. Es ist ein sehr zerbrechlicher Song, der aber zur Heilung, zur eigenen Heilung beigetragen hat. Genau. And I don't want to live in pain anymore. I want to be a free man when I walk through the door. Ich habe irgendwie immer schon eine Leidenschaft für Musik gehabt und bin auch leidenschaftlicher Songwriter. Dabei geht es mir meistens darum, dass die Gefühle und die Themen, die ich auf dem Herzen habe, dass ich die einfach gerne in die Musik packe und diese gerne in die Welt hinausschicke, weil ich das Gefühl habe, dass Musik, die von Herzen kommt, Menschen berührt und auch Menschen Trost spendet. Und ich liebe Musik machen, das muss man einfach so sagen.